Hallöchen, Krücken. Ich hoffe, euch geht es einigermaßen gut und ihr habt nicht zu kämpfen mit Weltschmerz oder Blues oder noch schlimmerem. Ihr seid nicht krank, sondern gesund und eure Lieben sind es auch. Ich muss gestehen, ich habe heute ein bisschen den Blues. Ich habe schon zweimal geheult heute wegen Weltschmerz und überhaupt. Und irgendwie, ja, geht es mir heute nicht so gut. Aber das Schöne ist ja, dass es hier dieses Booktube gibt und dass es Bücher gibt und die mir eh immer gute Laune machen. Tatsächlich habe ich heute auch schon für die Arbeit mit Buchhändlern gesprochen und das macht einem dann doch wieder bessere Laune, denn wenn die durchhalten können, dann kann ich das auch gerade. Und um ein bisschen mehr Routine reinzubringen, ein bisschen Routine auch in Booktube, gibt es heute den Lesemonat für März. Und das schon April ist, das kann ich eigentlich nicht fassen. Es ist schon bald Ostern schon wieder. Was soll das? Ist schon wieder fast ein halbes Jahr rum. So geht das nicht. Naja, wie dem auch sei, hier kommt der Lesemonat. Der März begann mit diesem Buch hier, mit diesem Buch, das ein furchtbares, furchtbares Cover hat. Ich finde das ganz gruselig. Ich habe das immer umgedreht auf meinen Nachttisch gelegt, weil es gar nicht ging. Der Alp und die Kinder von Ulrich Hutten und Robert Morgenroth. Das sind Synonyme, die beiden heißen eigentlich anders. Sind zwei befreundete Journalisten, also der eine ist ehemaliger Journalist, der andere ist immer noch Journalist. Und das Ganze ist im Selbstverlag erschienen. Der eine der beiden ist Potsdamer, deswegen habe ich das gelesen für die Arbeit. Und es hat mir erstaunlich gut gefallen. Also was heißt erstaunlich, aber das Titelbild war jetzt nicht so vielversprechend. Aber das Buch war wirklich gut. Es geht darin um einen Stasi-Mitarbeiter, also es gibt zwei Stränge in diesem Buch. Der eine, und zwar der Beginn, spielt zu Zeiten der DDR. Und es geht darum, dass ehemalige RAF-Terroristen von der Stasi in die DDR geschleust wurden und dort versteckt wurden. Das ist wirklich passiert. Und der Protagonist dieses Buches, der heißt Werner, ist einer dieser Stasi-Menschen und er soll sich kümmern um eine ehemalige RAF-Terroristin, die heißt Christine, und die beiden verlieben sich. Und das klingt jetzt erstmal so ein bisschen kitschig und doof, ist aber sehr, sehr schön erzählt. Und was auch sehr schön erzählt ist, ist halt, wie diese beiden Welten da auch aufeinandertreffen, die sich gegenseitig nicht verstehen, was die eigentlich wollen, und auch diese beiden Extreme aufeinandertreffen, Stasi und RAF. Das ist sehr schön gemacht. Es gibt ein paar ein bisschen übertriebene Sexszenen, aber gut. Das habe ich dem Buch verziehen, weil es sonst sehr, sehr dicht erzählt ist. Und dann gibt es einen zweiten Strang, der springt in der Zeit. Da geht es um einen Journalisten, Leonard heißt der, und der trifft Christine in den Alpen, in Tirol, wieder auf einem Campingplatz. Und sie erzählt ihm dann quasi ihre Geschichte in Rückblenden, was passiert ist mit ihr und Werner und dann weiter mit ihr. Und das ist kein langes Buch, das sind ungefähr 200 Seiten und das liest sich relativ schnell und ist sehr dicht erzählt und ich bin diesen Figuren sehr, sehr gerne gefolgt, muss ich gestehen. Also ja, durchaus eine Empfehlung von mir. Hat mir gut gefallen. Dann, das zweite Buch, was ich gelesen habe im März, ist Liebestölpel von Peter Wawerzinek. Ein Autor, der mir vorher gar nichts gesagt hat, aber ich war auf der Lesung, hier das Buch ist auch signiert, am Aschermittwoch war ich auf der Lesung. Und Peter Wawerzinek ist erstmal ein unglaublich faszinierender Mensch. Er hat eine unglaublich bewegende Biografie. Er und seine Schwester wurden von der Mutter verlassen, als sie noch relativ klein waren. Die Mutter ist, also sie sind beide in der DDR geboren und die Mutter ist in den Westen gegangen, alleine ohne die Kinder und hat die Kinder zurück in der Wohnung alleine gelassen. Dort wurden sie dann zum Glück gefunden und sind dann aber in Kinderheime gekommen, wurden auch getrennt. Peter Wawerzinek wurde adoptiert von einem ja etwas sehr intellektuellem Paar und wurde dort auch sehr streng erzogen, wie er immer wieder erzählt hat. Er hat dann mehrere Bücher schon geschrieben, ist dann Alkoholiker geworden, hat sich selbstständig in Therapie begeben, hat sich davon wieder erholt und hat dann
wieder angefangen zu schreiben und eine Trilogie angefangen, die sehr autobiografisch geprägt ist, aber trotzdem ganz viel Fiktionales enthält. Und diese Trilogie, die heißen, die Bücher heißen alle was mit Vögeln im Titel. Es gibt Rabenmutter und Schluckspecht und das ist jetzt der dritte Teil, Liebestölpel. Und darin geht es um den Protagonisten, der ähnlich wie Wawerzinek selbst in einem Heim aufwächst und dann adoptiert wird, allerdings von einem alleinstehenden Herrn, den er Opa nennt. Und schon im Heim ist er befreundet mit Lucretia. Und Lucretia ist quasi seine große Liebe, die ihn sein Leben lang begleiten wird und die ihn immer wieder wegstößt, der aber quasi hörig ist. Also wenn sie sagt, hey, lass was zusammen machen, hey, ich bin wieder da, ich bin in deinem Leben, dann lässt er sofort alles stehen und liegen. Und darunter leiden natürlich auch Beziehungen, die er dann hat. Und das Ganze ist sehr, sehr interessant geschrieben. Es ist eine sehr interessante Sprache, die Peter Wawerzinek hat, die so ein bisschen fast staccato-mäßig ist und die vor allen Dingen durchwoben ist von Gedichtfetzen, von Liedfetzen. Und ja, das ist total interessant gemacht. Er hat erzählt, dass die quasi von seiner Adoptivoma stammen, die ihm immer Lieder oder Gedichte vorgesagt hat, auch um ihn so ein bisschen aufzumuntern. Und das ist sehr, sehr schön gemacht. Es hat unglaublich schöne Sätze. Man muss sich ein bisschen darauf einlassen, aber dann hat das Buch zumindest bei mir so einen Rausch entwickelt, so einen Sog, dass ich gar nicht mehr aufhören konnte zu lesen und halt unbedingt wissen wollte, wie geht es jetzt weiter mit diesem Protagonisten, der sich irgendwie auch von einem Schlamassel in das nächste begibt und wie wird das jetzt mit Lucretia? Und es ist ein sehr bewegendes Buch auch, sehr emotional und kann ich wirklich nur euch empfehlen. Ich werde jetzt auch mal gucken, dass ich vielleicht die anderen beiden noch lese. Also das sind Bücher, die man unabhängig voneinander lesen kann, aber Rabenmutter zum Beispiel interessiert mich auch sehr, sehr. Dann als nächstes habe ich gelesen Das schräge Haus von Susanne Bohne. Dazu gibt es auch eine extra Rezension, deswegen nur ganz kurz. Es geht hier drin um Ella. Ja, um Ella, der wir folgen, als sie noch ein kleines Mädchen ist. Sie wächst im Schrebergarten, in dieser Schrebergartenwelt ihrer Oma auf. Und da gibt es so ein paar schrullige Figuren. Und sie ist ein sehr stilles Mädchen, ein Mädchen, das sich viele Gedanken macht und jetzt aber nicht so aus seiner Haut geht. Und irgendwann springen wir dann, und Ella ist erwachsen, sie ist jetzt Mitte 30, sie ist Psychotherapeutin und dann hat sie so ein paar skurrile Patienten und sie ist immer vor allen Dingen auf der Suche nach Liebe. Und das ist alles sehr, sehr hübsch geschrieben. Ich fand den ersten Teil ein bisschen zu lang in der Kindheit. Da wusste ich irgendwann nicht mehr so, wo geht das hin. Den Erwachsenenteil fand ich aber sehr, sehr schön. Da bin ich Ella sehr gerne gefolgt. Das ist eine sehr schöne Sprache, ganz leicht. Das ist so ein Wohlfühlbuch-Erlebnis. Und dann hat mir aber das Ende das so ein bisschen vermiest. Ich will das jetzt hier nicht sagen, das könnt ihr in dem anderen Video nachgucken, wenn euch das interessiert. Das ist ein großer Spoiler, deswegen. Das hat mir nicht so gut gefallen. Ja, wer da aber vielleicht nicht so pingelig ist wie ich, für den ist das bestimmt ein schönes Buch zum Wohlfühlen und einfach mal so was sehr Schönes, Herzliches nebenbei. Dann habe ich als nächstes gelesen Wie die Schweine von Augustina Bazierica. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Ich hätte es vielleicht mal nachgucken sollen. Eine Autorin aus Buenos Aires. Und das Ganze ist übersetzt aus dem Spanischen von Matthias Strobel. Dazu gibt es auch ein extra Rezensionsvideo. Das Buch spielt in einer dystopischen Zukunft, in der alle Tiere, in der ein Virus ausgebrochen ist, wie passend in dieser Zeit, der für den Menschen tödlich ist und der die Tiere befallen hat. Das heißt, wenn die Menschen von Tieren gebissen werden oder wenn sie Tierfleisch essen, dann bekommen sie diesen Virus und sterben. Deswegen wurden alle Tiere oder zumindest der Großteil der Tiere, also Nutztiere und Haustiere, wurden auf jeden Fall getötet. Und die Menschen sind dazu übergegangen, spezielle Menschen zu züchten, die sie stattdessen schlachten und essen. Das ist die Prämisse und dann folgen wir dem Protagonisten Marcos, der in so einer Schlachtfabrik arbeitet, also das heißt, der ja dafür verantwortlich ist, dass diese Menschen eben geschlachtet werden. Es ist ein interessantes Thema, was hier aufgemacht wird und auch
Also es ist wirklich ein interessantes Thema, was viele Denkanstöße gibt, was Massentierhaltung angeht, was den Umgang mit Tieren angeht. Es ist so ein bisschen, also es ist auch ein bisschen Schockerbuch. Da werden so einige Szenen beschrieben, ne? Also Menschen, die an Melkmaschinen angeschlossen werden, die bei lebendigem Leib zerstückelt werden, solche Sachen. Das ist sehr heftig, es ist aber auch sehr eindringlich und das fand ich alles gut. Mir hat auch die Sprache gefallen. Ich fand das Ende sehr, sehr schlüssig. Also das hat einen guten Kreislauf ergeben. Die Kälte dieses Buches hat sich dadurch auch gut wiedergespiegelt. Was ich nicht ganz so gut fand, war das Worldbuilding. Also es bleiben so ein paar Fragen offen. Wie ist es dazu gekommen, dass die wirklich Menschen essen? Warum kann man nicht auf pflanzliche Nahrung umstellen? Warum hat das eine Regierung zugelassen? Gab es da keine Demonstrationen gegen? Gibt es immer noch keine dagegen? Was ist mit den Tieren, die jetzt noch leben? Welche Tiere? Also es sind so ein paar Fragen offen. Deswegen ist es literarisch für mich nicht ganz rund. Aber an sich ein interessantes Buch, was auch noch lange nachhalt, so, und was sicherlich ein wichtiges Thema anspricht und was nebenbei gesagt ganz genial aufgemacht ist. Also diese Fleischoptik mit dem Preistag hier und so, das finde ich ziemlich großartig. Sogar das Gewicht ist angegeben. Und das stimmt, das Buch wiegt so viel, der Buchhändler hat es nachgewogen. Ja, und dann das fünfte und letzte Buch im März ist Es ist Sarah von Pauline Delabroix-Alors, eine französische Autorin. Aus dem Französischen übersetzt von Sina de Malafos. Mein Französisch ist jetzt auch nicht so gut. Erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt. Das wollte ich schon länger mal lesen und dann habe ich es mir am Indie-Book-Tag gekauft, auch wenn ich immer gar nicht weiß, ob Frankfurter Verlagsanstalt, ob das wirklich ein Indie-Book-Verlag ist. Wie dem auch sei, ein sehr interessantes Buch. Es geht darin um eine Frau, um die Protagonistin, die Sarah trifft und von ihr völlig fasziniert ist und mit ihr zunächst eine Affäre und dann eine Beziehung eingeht. Und der erste Teil des Buches erzählt von dieser rauschhaften Beziehung. Also man muss wirklich sagen, es ist ein Rausch. Sie ist völlig, völlig fanat in diese Frau, die so ganz lebenslustig und locker daherkommt und die einfach ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt und ihre Gefühlswelt völlig durcheinander bringt. Das ist unglaublich intensiv, das zu lesen. Also diese intensiven Gefühle, diese Liebe, diese Leidenschaft, die alles andere ausblendet, die den Alltag vollkommen verdrängt. Und es gibt quasi nur noch Sarah und sie. Und es ist einfach so ganz kompromisslos und bedingungslos. Und es ist einfach nur ein Rausch. Und dann der zweite Teil. Sarah verlässt die Protagonistin irgendwann. Und dann ist auch noch was, das kommt dann später im Buch raus. Und dann ist der zweite Teil kippt um. Und die Protagonistin ist in einer völligen... sie fällt in ein Loch, weil das halt passiert, was passiert. Und was vorher dieser Rausch war, ist jetzt ein Fall und ein Fall und ein Fall. Und das ist unglaublich gut geschrieben. Mir war es manchmal ein bisschen zu lang. Also mir war manchmal ein bisschen zu viel Rausch und dann war mir ein bisschen zu viel Fall. Und es ist natürlich ein unglaublich egozentrisches Buch, weil es dreht sich ja alles nur immer um die Protagonistin und um diese Beziehung. Insgesamt hat mir das aber super gut gefallen. Ich habe das in einer Sitzung wirklich weggelesen. Also ich glaube, anders geht das auch gar nicht. Das ist ja nicht lang. Es sind, ich glaube, nicht mal ganz 200. Ja, also fast, aber nicht ganz. Und das kann man wirklich so weglesen. Und ich musste es auch, weil ich es eigentlich nicht weglegen konnte. Und dieses kompromisslose Gefühl, was da dargestellt wird, das hat mich unglaublich fasziniert. Dieser Blick auf diese Liebe, diese Sehnsucht nach Leidenschaft und dieses Ausleben der Leidenschaft, das fand ich unglaublich toll. Mir war es aber stellenweise manchmal ein bisschen zu lang. Und dann dachte ich so, naja, so. Aber es war halt auch so ein Buch, was mich genervt hat und irgendwie habe ich es auch genossen, dass es mich genervt hat, auch wenn das komisch klingt und ich, ja, das ist ganz schwer, das zu beschreiben, aber insgesamt hat mir das gut gefallen. Also, ja, ich habe da mitgelitten und mich mitgefreut und es war irgendwie war das gut. Ja, das war der Lesemonat März, der war gar nicht so schlecht. Insgesamt interessante Bücher auf jeden Fall. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr davon was gelesen habt, ob davon was
für euch in Frage käme, was ihr gerade lest. Und bleibt vor allen Dingen gesund, bleibt fröhlich, versucht irgendwie, je nachdem wie eure Situation ist, das Beste draus zu machen, nicht dem Weltschmerz zu verfallen. Lest gute Bücher und denkt immer dran, ihr seid nicht verrückter als ich es bin. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.